Gott ist Miller. Bitte, helfen Sie mir. Achtung, Achtung, an alle Personen im Terminal. Verlassen Sie sofort das Gebäude. Ich wiederhole, verlassen Sie sofort das Gebäude. Bewahren Sie Ruhe. Begeben Sie sich zum nächsten Ausgang. Achtung, Achtung. Nicht wahr? Das ist doch nicht zu fassen. Die Polizei hat den gesamten Flughafen abgeriegelt und Straßensperren aufgestellt. Niemand darf das Gelände mehr betreten. Im Moment herrscht hier völliges Chaos und uns liegen noch keine offiziellen Stellungnahmen vor. Ersten unbestätigten Vermutungen zufolge könnte es sich hier um einen Terroranschlag mit biologischen Waffen auf eins der Terminals handeln. Senator Ron Davis soll sich zum Zeitpunkt der Katastrophe im Flughafengebäude aufgehalten haben. Es ist aber noch nicht klar, ob er zu den Opfern gezählt werden muss. Zu dem Mann da drüben. Sein Zustand ist sehr kritisch. Ja. Ich will nach Hause. Lassen Sie mich raus. Wir dürfen die Rettungsaktion nicht starten. Aber Sir, dann sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten. Sie haben den Notruf doch auch gehört. Wir müssen denen helfen, bitte. Verdammter Mist! Oh, reg dich nicht auf. Du kennst doch unseren Klugscheißer. Wie ist die Situation vor Ort? Tja, das Flughafenareal ist komplett abgeriegelt worden. Wir sind von zwei Typen angegriffen worden, die höchstwahrscheinlich infiziert wurden. Aber keine Sorge. Wir haben sie überwältigt und sie in einem Panzerwagen eingesperrt. Ist nicht gerade lustig, durch einen Biss infiziert zu werden. Das ist wie in einem Horrorfilm oder sowas. Diese Kreaturen krabbeln aus ihren Gräbern heraus. Ist schon gut, war ja nur ein Witz. Aber im Ernst, glaubst du, das Medikament von Will Farmer hat was damit zu tun? Ich weiß nicht, Greg. Selbst wenn es da eine Verbindung geben sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass dadurch so eine Horrorplage ausbricht. Also wenn du mich fragst, riecht das nach Terrorismus. Ja, das würde auch erklären, wieso die Gesundheitsbehörde hier so schnell aufgetaucht ist. Was glaubst du, was wollen die Politiker-Ärscher vertuschen? Wäre schön, wenn ich das wüsste, dann könnte ich ja irgendwas unternehmen. Das Weiße Haus hat einen Spezialagenten hergeschickt, der soll sich um alles kümmern. Der müsste bald hier sein. Den kannst du ja dann fragen. Fragen kostet nichts. Aber wenn ich ehrlich sein darf, gibt's bei der Sache nichts zu besprechen. Wer sind Sie denn? Leon S. Kennedy. Sieh dir das an. So sieht ein Spezialagent aus. Das ist einer von den Notrufen, die aufgegeben worden sind. Wie viele Personen sind Sie? Mit mir und dem Senator sind wir zu viert. Er ist verletzt. Wo sind Sie genau? Wir sind in der VIP-Lounge am westlichen Ende der Ankunftshalle.
Hören Sie, wir wissen nicht, wie lange wir hier noch durchhalten. Schicken Sie uns Hilfe, bevor diese Monster uns kriegen. Schnell! Höchstwahrscheinlich kam der Anruf von hier. Wir glauben, dass Sie in der VIP-Lounge von Atmos Airlines sind. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren die Flughafenpolizei und die Gesundheitsbehörde. Sie haben den Haupteingang abgeriegelt. Der ist hier. Und die beiden Seiteneingänge hier und hier. Es gibt keine andere Möglichkeit, ins Terminalgebäude zu gelangen. Wir fliegen also am besten mit dem Hubschrauber an und verschaffen uns hier Zugang durch das Dach. Das Team sollte aus 20 Mann bestehen, die... Ich werde nur Sie beide mitnehmen, sonst niemanden. Wie bitte? Wieso das denn? Ich will nicht zu viele Leute der Gefahr einer Infektion aussetzen. Sie wollen ja sicher nicht Ihre Kameraden erschießen müssen, oder? Hey! Hey, warten Sie mal, das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Der hat ja noch nicht mal eine Uniform an. Der Typ ist Spezialagent, der ist extra herbeordert worden. Wir können nur hoffen, dass er weiß, was er tut. Die, die mit dem Virus infiziert sind, greifen jeden Nicht-Infizierten an, ohne Ausnahme. Wenn jemand gebissen wird, ist er auch infiziert und greift kurz darauf auch an. Man kann die Infektion nur stoppen, indem man das Gehirn des Infizierten zerstört. Ihr Gehirn zerstört? Und wie mache ich das? Schießen Sie ihn in den Kopf. Wir sind da. Das Lied der Infizierten. Warten Sie! Verdammt, Mama, was soll denn das? Sehen Sie hin.